Wenn dann die Termine kommen und die Untersuchungen erfolgen, dann kann es wieder zu einer Anspannung kommen. Da geht meistens die Angst in die Höhe und es tut Patienten, Patientinnen oftmals gut, wenn sie dann nicht allein gelassen werden und wenn sie erfahren, dass sie mit dabei sind, dass sie als Angehörige oder Angehörige teilnehmen und sagen, wie kann ich dich unterstützen? Kann ich dich zu den Untersuchungen bringen? Ist es eine Hilfe vielleicht für dich, wenn ich mitkomme, wenn ich zum Besprechungstermin mit dem Arzt oder mit der Ärztin dazukomme? Vier Ohren hören immer mehr als zwei. Und für viele Patienten, Patientinnen ist es tatsächlich hilfreich und und sie fühlen sich gut unterstützt, wenn sie nicht alleine ins Krankenhaus gehen müssen. Es tut gut, in Wartezeiten sich abzulenken, Freunde zu bitten, etwas mit ihnen gemeinsam zu machen, Spaziergänge zu machen. Wartezeiten sind immer die psychisch anstrengendsten Zeiten. Das spürt man auch. Es kann auch da wieder zu Schlafproblemen kommen. Sollte das so sein und Sie können einfach nicht durchschlafen oder nicht einschlafen, lassen Sie sich von einer Mediziner, Medizinerin unterstützen. Es gibt immer wieder Zeiten, die sind meistens zeitlich beschränkt, wo es gut tut, eine Tablette oder Tropfen zu nehmen, um wieder einen guten Schlaf zu haben. Und machen Sie gemeinsam Sachen, setzen Sie sich gemeinsam aufs Sofa. Je nachdem, wie nahe Sie der Person sind, kann es gut sein, Sie in den Arm zu nehmen, gemeinsam am Sofa zu sitzen, einen Ausflug zu machen. Tapetenwechsel tut sehr gut. Einfach eine Zweisamkeit zu haben oder eine freundschaftliche Zeit zu haben, in der die Gedanken nicht bei der Krankheit sind, in der sie einfach auch woanders sein können. Die Patientinnen, wenn sie dann zu Hause angekommen sind, freuen sich oft darüber, banalste Dinge wie Haushalt, Garten, wieder selbst zu erledigen und selbst zu machen. Sie als Angehörige, sind oft sehr bemüht, dann Dinge abzunehmen, zu unterstützen, auch nicht zuzulassen, dass, die Person, die jetzt so lange im Krankenhaus war und Therapien bekommen hat, dass sie zu viel macht. Aus vielen Gesprächen weiß ich, dass es Patienten und Patientinnen, dass sie große Sehnsucht haben danach, endlich wieder banalste Dinge des täglichen Lebens zu machen. Und sie freuen sich, wenn sie einen Geschirrspüler einräumen können. Sie freuen sich, wenn sie einkaufen gehen können. Sprechen Sie einfach miteinander. Sie als Angehörige haben auch sehr viel mitgemacht. Das heißt, es ist auch für Sie dann eine Entlastung zu wissen, ah, sie kann das machen oder derjenige kann das machen. Ich muss nicht immer einspringen. Und Sie werden auch das Vertrauen wieder bekommen, dass auch die Person wirklich auch entsprechend belastbar ist.